Hallo Fans in Deutschland, Österreich, Schweiz. Man könnte sagen, wir sprechen von der Ottner Dach-Community. Das ist eine Geschichte über einen Dreh in Berlin und warum es darüber keinen Vlog gibt. Wir haben eigentlich nur einen Reisetag, aber vorher müssen natürlich noch ein paar Sachen passieren, bevor wir jetzt nach Berlin fahren. Kannst du noch mal anmachen? Kannst du noch mal anmachen kurz? Das finde ich gerade ganz gut. Wir haben ja alle Wörter, die wir irgendwie häufig benutzen, keine Frage. Lisa hat mir gerade eines meiner Worte offenbart, was ich wohl so derbe viel benutze. Und ich weiß, dass ich sehr viele Wörter sehr exzessiv benutze. Und das ist ein Wort, was ich gedacht hätte, dass ich gar nicht so oft sage. Ich will es nicht spoilern, ich möchte von euch wissen, was ist euch aufgefallen im Vlog? Was ist das Wort, was ich ultimativ viel zu hart benutze? Was ja viele nicht wissen, ist, Marius ist mein Double. Ich setze ihn häufig ein, für, also wenn es eine Szene gibt, wo ich zum Beispiel ein Spiegelbild brauche. Ist es ja manchmal so, dass eine Kameratechnik, ihr habt das ja vielleicht auch ein bisschen gelernt jetzt in Marius' Blog, ist es relativ schwierig mit Reflexionen und so. Da muss dann häufig fürs Spiegelbild noch eine weitere Person eingesetzt werden. Und Marius, Mausius, wie wir ihn auch manchmal nennen, ist dafür prädestiniert. Der kriegt dann noch so einen kleinen Schnurrbart angeklebt und hat so ein bisschen Schnurrbarttraining von mir auch gehabt. Und der macht das schon ganz gut, der kleine Racker. Kannst du mal so ein paar von diesen Schnurrbart-Trainingsübungen vorführen? Ja. Also, wichtig ist, wenn man einen Schnurrbart hat, das Gesicht verändert sich ja dadurch. Ja? Also man hat ja ein anderes Gesichtsgefühl. Man hat zum Beispiel, man kann so machen. Nice. Und Marius ist ganz gut auf ganz guten Weg. So, ich muss noch kurz ein bisschen arbeiten mit diesem anderen, der hier arbeitet. Was macht ihr denn? Wir müssen was für mich aufnehmen. Ein Casting. Auch ihr könnt das. Lasst eure Castings professionell von Marius und Joscha. Ich weiß gar nicht, das wollt ihr gar nicht, ne? Macht das nicht. Das darf nur ich, weil ich sie gut kenne. Tschüss, ich gehe wieder rüber. Viel Erfolg. David, ohne dass du darüber nachdenken darfst, was ist das Wort, was ich ultimativ oft benutze? Was ist so das Marius Milinski-Wort? Das war gemein. Keine Ahnung. Vlog? Also viel kleiner als der Transit ist das auch nicht. Lächerliches Auto. What? Wir haben nichts dabei und das Ding ist voll. Da ist ja nicht mal alles drin. Wie erkläre ich das? Wir sind nach Berlin gefahren. Fahrszenen finde ich prinzipiell schon mal totlangweilig. Sträube ich mich jedes Mal. Ich habe Schluck auf. Ich kann aber hier nochmal Werbung machen. Wir haben in Berlin auf Instagram einen kurzen Livestream gemacht, wo wir ein bisschen gequatscht haben, erzählt haben, Fragen beantwortet haben und Co. Deswegen folgt mir auf Instagram. Lohnt sich immer mal wieder. Wir sind abends hier angekommen im Hotel und es gab mega Probleme mit dem Hotel. Viele Telefonate, der Produktionsleiter, dann kam der auch und dann mussten die das klären und dies und das und jenes. Und es hat ewig gedauert. Wir hatten alle Hunger, Wir hatten alle Hunger wie Sau, wir wollten einfach nur was essen. Irgendwann hat sich das geklärt. Also sind wir einfach nur noch los, um was zu futtern. Kurz durchgesprochen, was wir am nächsten Morgen machen und dann instant ins Bett. Also es ist einfach wirklich auch nichts Wertvolles passiert. Die Kommentare waren ja aber eh relativ eindeutig, dass ihr euch nicht wirklich dafür interessiert, was wir hier in Berlin machen, sondern vielmehr dafür, was Lisa im Büro macht. Wolltet ein Lisa-Vlog? Ihr kriegt ein Lisa-Vlog. Das ist hier die Übernahme von Marius' Kanal. Ich mache heute den ersten Vlog hier. Ich bin im Büro geblieben, während Marius und Joscha in Berlin drehen. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, was genau mache ich hier den ganzen Tag, wenn die Jungs gar nicht da sind. Bei mir steht jetzt die nächsten Tage ein Making-of-Video an, was ich schneide, nämlich für Venues, das Musikvideo. Und da nehme ich euch ein bisschen hin mit. Und darüber hinaus zeige ich euch so ein bisschen den Arbeitsalltag hier im Büro. Ungewohnt ist auf jeden Fall, so einen Vlog aufzuzeichnen, weil das erste Mal ist, dass ich so wirklich die Kamera den ganzen Tag dabei habe und filme, was ich tue.
Zwar bin ich natürlich dabei, wenn Marius seine Vlogs macht und bin immer wieder in den Videos zu sehen, aber mir fällt gerade auf, dass doch nochmal was anderes, wenn man es selber macht und die Hauptverantwortung da trägt. Das ist so die erste Erkenntnis, die ich heute hatte. Sommer. Oh, es ist so heiß. 13 Uhr, jetzt gibt's erstmal Essen. Ja, die Mittagessen werden bei der Supersteady echt hochgehalten und man versucht echt die Zeit gemeinsam zu verbringen. Es hat auch heute wieder richtig gut geklappt. Ja, oder so ähnlich, dann esse ich halt alleine. Darüber hinaus ist der Hashtag des Tages heute natürlich Lisa allein zu Hause, ist ja klar. Mir ist aber aufgefallen, dass ich mich für die Leute, die mich noch gar nicht kennen, nicht vorgestellt habe. Ich bin Lisa und ich mache jetzt seit September letzten Jahres die Ausbildung hier bei der Supersteady. Also Marius und Joscha sind wortwörtlich meine Chefs. Jetzt ist es 18 Uhr und ich saß bis jetzt im Schnitt und habe in einer Dunkelkammer gesessen und kleine Bausteine hin und her geschoben. Und mir ist aufgefallen, dass es super schwierig ist, das zu filmen, weil genau gar nichts passiert, wenn keiner im Büro ist, mit dem man sich unterhält, dem man irgendwie Fragen stellen kann. Und es auch keine Themen gibt, die man irgendwie besprechen kann in den Vlogs. Dementsprechend ist der bisher, glaube ich, ziemlich inhaltslos. Aber wenn ihr irgendwelche Fragen an mich haben solltet, die ich beantworten kann, sei es zu meiner Ausbildung oder zu meiner Person, dann stellt die doch gerne in den Kommentaren und ich werde mich bemühen, die zu beantworten. Und ansonsten setze ich mich jetzt wieder in die dunkle Kammer, den Schnittraum, nicht den Keller. Hashtag für Lisa. Mein Vlog bekommt jetzt doch noch ein bisschen Lebendigkeit, hä? Na? Vlogs oder was? Ich mache heute die Vlog-Vertretung. Okay, aber schön, dass du mich hier im Büro besuchen kommst. Ich bin schier wahnsinnig geworden hier. Ja, gerne. Ich dachte, man kann dich den ganzen Tag alleine lassen. So, der David ist jetzt auch schon wieder weg und doch, ich werde mich jetzt auf den Weg nach Hause machen. Gib dem Video einen Daumen nach oben für meinen ersten Vlog hier auf diesem Kanal und abonniert den Kanal, wenn ihr Videos sehen wollt demnächst, die mehr inhaltsvoll sind, zusammen mit Joscha und Marius. Und dann sehen wir uns im nächsten Vlog wieder. Bis dahin, ciao. Du, Marius, kannst du mir das Salz mal geben? Marius! Dann eben nicht. Wir haben heute eine Art, naja, Nachtdreh ist ein bisschen übertrieben, aber wir drehen spät bis ungefähr 22 Uhr und fangen deswegen auch erst spät an, um 12.30 Uhr. Das heißt, vor dem Dreh haben wir alle ein bisschen Zeit, irgendwie zu machen, was wir wollen und ist natürlich immer schwierig, Privatleben in einer fremden Stadt, aber in Berlin kennt man immerhin zumindest immer ein paar Leute. Das Hotel, in dem wir hier sind, okay, ich werde ein bisschen was Böses sagen. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, und das ist, wie gesagt, ein bisschen gemein, aber wenn man mit den Leuten unterwegs ist, die selber die Hotels und sowas buchen, sind die Hotels oder die Unterkünfte und auch die Reisemittel immer etwas besser, als wenn diese Personen nicht dabei wären. Fiese Unterstellung, ich weiß auch nicht, ob es stimmt. In unserem Fall ist heute aber auf jeden Fall ein sehr, sehr krasses Hotel, in dem wir unterkommen. Jetzt ist Arbeitsbeginn, wir haben gerade noch einen Corona-Test gemacht. Ich packe jetzt hier gerade die Kamera zusammen und dann heißt wieder den ganzen Tag Glidecam. Ich will
Leute. Es war jetzt auf jeden Fall wirklich mega anstrengend. Und deswegen bin ich froh, dass ich jetzt erstmal eine Woche Urlaub habe. Ob und wie dabei gevloggt wird, entscheide ich spontan. Ich bin nämlich mit Carina ein bisschen unterwegs im Idealfall und kann nicht versprechen, dass ich dabei Bock habe oder sie Bock habe. Auf Kamera-Action. Vielen Dank fürs Anschauen. Daumen nach oben, abonnieren und dann sehen wir uns vielleicht bald, vielleicht erst in einer Woche oder so. Vielen Dank bis dahin. Tschö. Mist. Gib mal eine Grimasse. Reicht jetzt auch.